Money, money. Money, money, money. Ah, die Umgebung ist auch sehr nice hier. Wenn ich mal so rüberfliege, hier gibt es einen großen Park mit Grillplätzen. Du kannst auch ins Sportdings gehen. Waren wir schon mal Sport machen mit Tobi? Tobi will ja, sein Lebensziel ist ja, Bodybuilder zu werden. In echt, oh. Nee, in echt nicht. Eigentlich ist er so ein total gechillter Typ, aber ich hab gedacht, hey, mach mal einen sportlichen Typen rein. Jetzt denken die alle, wir hauen weg. So, was macht er denn gerade? Ah, Big Block spielen. Vor allem, es leben fünf Leute im Haus, ne? Und sein Ziel ist, vier Freunde haben. Und unterhält sich hier keiner mit denen? Dann quatsch die doch mal an. Freundlich vorstellen. Geht bloß an noch vorbei. Wer ist sie denn? Jeanette Völl. Ist auf jeden Fall hübscher wie die Dicke da, die da nur im BH rumläuft. Obwohl die ein bisschen. Ah, die sieht. Ist das ein Schwanger? Nee, schwanger ist sie nicht. Das sieht fast so aus. Ja, das sah erst von vorne, sieht das so ein bisschen so aus von dem Kleid, weil das doch sehr ausladend ist. Da kommt der Gangster. Kompliment über Outfit machen, naja. Wir wollen mal nett sein. Nett. Ja, man muss ein bisschen nett sein zu den Leuten und man muss ja auch mal die Leute hier in der Umgebung kennenlernen, obwohl wir die ja austauschen werden. Kannst du ihnen ja mal sagen, ihr werdet eher ausgetauscht. Weil das wäre doch lustig, wenn man die Leute von Gronkh und von den anderen und wer ist der eine YouTuberin, die mich letztens abonniert hat? Schnubby Bunny, die macht ja auch ziemlich nette Sims Let's Plays, die macht auch Vlogs. Musst du mal zeigen. Echt, ne? Zeig ich dir Wie dann wird mir her? geschrieben dann? Naja, muss dann. Und. Alter, geht er dicht an die ran? Will er die bespringen? Kennenlernen. Merkmal von Jeanette kennengelernt, düster. Schramme am Schuh. Oh, eine alte Dame hat einen neuen. Hat den neuen Arbeitsschuhen aus feinstem Alligator-Lederimitat von Dominik eine Schramme verpasst. Soll er die alte Dame eine Lektion erstellen oder es durchlassen gehen? So. Ist der Dominik jemand, der alte Omas verprügelt? Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Auch nicht. Ganz und gar nicht. Oh, leicht. So, hey, die alte Dame konnte die Omi von jemand sein. Dominik beschließt, einem Senioren gegenüber etwas Respekt zu zeigen. Hat irgendjemand ein Problem damit? Leistungsverbesserung klein. Klein, Und. größer. Ah, Tobi und Elfriede haben beide 342 Dollar mit nach Hause gebracht. Für einen Tag Arbeit. Folge 81. Ist schon recht viel, muss ich sagen. Oh. Joker ist Guck müde, mir der muss gerade sich. nacheinander die alten Battlefield. Dings hier an. Alten Battlefield. Ach. Tobi ist in der Hood. Tobi kann sich erstmal was zu essen nehmen. Elfriede ist total platt. Die geht nur noch ins Bett. Arbeit war wohl ziemlich anstrengend. Und Tobi ist in der Hood. Erstmal die kalten Hotdogs, die ja schon stundenlang liegen von Funny. Die sind auch gerade so noch eine Stunde gut. Erstmal rein snacken. Und dann müsste er auch demnächst mal Pipi machen. Oh, irgendwer hat die Spüle kaputt gemacht. In Toilette 1 ist das Waschbecken am Arsch. Macht alles kaputt. Die kriegen alles kaputt hier. Ich finde das so krass, wie oft hier was kaputt geht. Das glaubst du gar nicht. Naja, bei den Mitbewohnern. Ja, würde mich nicht. Ja, gut, wenn Elfriede sich irgendwo abstürzt, reißt das eh alles ein. Ah, Elfriede ist die dicke Tätowierte. Die trägt momentan alles sehr kurz. Denn obwohl die mit Mr. Funny zusammen ist,
mit Tobi zusammen ist, macht die sich öfter mal an Mr. Funny ran. Oha. Es gab hier auch mal einen Wettlauf auf Mr. Funny, was mit dir anfängt, oder der Tobi, aber der Tobi hat's denn gemacht. Funny ist Billy. Ah, Funny ist so Oh, ein schön. kleiner, insgeheim hier der kleine Charmeur, der mal wieder am PC sitzt. Ich glaube, der ist immer noch am Schreiben üben. Naja. Frage ist, ob es ein echt ist oder ne. Weiß ich nicht. Ich muss auch noch das eine Bett so ein bisschen hinstellen, dass da zwei Leute drin schlafen können. Warte mal. Müsste so gehen. Denn da ja Tobi und Elfriede zusammen sind, müssen die ja eigentlich auch zusammen schlafen können. Doppelbett. Naja, aber das geht nicht, wenn die eine Seite an der Wand steht, wahrscheinlich. Tobi, du kannst mal hier repairen und wischen. Eigentlich will er ja joggen gehen. Freunde werden mit Dominik. Das ist doch nicht Dominik da auf dem Bild. Das ist ein anderer. Der Tobi kennt andere Leute. Oha, Bekanntschaft gemacht mit Menschen. Nee, Fanny, du gehst jetzt nicht ins Bett, du gehst erstmal Pipi machen. Oh, Tobi ist noch hart mit der Rohrzange im Abfluss. Dann kann er noch die Teile plündern und alles wegwerfen. Aber erstmal spielt er The King on the Wishmob. The Wishmob King. Elfriede ist aufgestanden, weil Elfriede geht ins nächste Bett. Geht von einem Bett ins andere. Ist das Oha. geil. Steht auf, geht ins nächste Bett. Ich möchte da nicht schlafen, ich hätte gern das andere. Ey, Tobi, das wirfst du aber noch weg, ne? Wie sieht denn das aus? Lässt hier einfach den Müll liegen. Was hat er denn im Inventar? Er hat was für sanitäre Anlagen und ein gewöhnliches Tuning-Teil. Okay, Tobi, jetzt kannst du Schlafi machen. Oh, ich habe ja diesen kurzen Clip, der 4 Sekunden geht. Wo ich Zaplor gemessert hatte, wie der hieß. Ja, den gibt's auch noch, ja. Ist ja noch ein klarer Nenner. Nee, ich glaube nicht. So, ey, sind gerade echt alle am Pennen, ne? Außer Crazy. Crazy ist The Working Machine. Na, Crazy ist nach Hause Oha. und hat 63 Dollar mitgebracht. Naja. Und Crazy muss erstmal duschen und dann pennen. Ab in die Dusche. Ab geht der Fisch. Das erste, was er will, ist am PC. Fällt aus, mein Freund. Geh erstmal duschen und dann kannst du pennen gehen. Du siehst ja aus wie 3 Tage drauf, Alter. Ah, jetzt sexy crazy in der Dusche. Oh, ist das erotisch. Erotisch. Und hier das Blut der alten Dame, der eigentlich nichts getan hat, heißt es. Ach, da alle schlafen, muss Crazy echt das Auslaufbett da hinten nehmen. Und die Hotdogs sollte keiner mehr essen. Da steht auch wieder so ein komisches Getränk. Ein Orangensaft, der ist verdorben. Der muss weg. Ich habe auch hier so ein geiles Bild vom Marienkäfer, ja. Erinnert mich so ein bisschen an An der Dirty Wand White hängt. Paint mit "Ich heiße Naja. Aber Marvin". an dem Marvin wollen wir uns ja nicht mehr. Nee, das ist ja ein Ja. ganz anderer. Er hat sich immer als ja dargestellt, sag mal so.
Lektion selbstsicher. Dominik ist selbstsicher. Sims mit diesem Merkmal fühlen sich gut in ihrer Haut und stecken voller Zuversicht. Freund? Uha. Hä? Er will nicht ins Bett gehen? Aber er ist müde. Okay, what the fuck? Selbstsicher, ist da so eine riesige Faust? Weißt du, er hätte einen aufs Maul hauen oder was? Was haben wir denn? Kontakte? Was hat er vor? Chips essen? Ne, mein Freund, pass mal auf. Du kannst das aufräumen und dann den Müll leeren, mein Freund. Wenn du schon hier total müde rumeiern musst. Oh, der Joker ist wach. Joker wacht auf und ist verspielt. Erstmal duschen. Verspielt. Er ist auf jeden Fall lustig, was an sich nur die Leute hier intern machen, ja? Du brauchst das ganze ringsrum eigentlich gar nicht, sondern nur die Leute hier im Haus. Das ist schon ziemlich extrem, was hier teilweise abgeht. Kochen. Oh Gott, mein Typ an Kochen. Ich hoffe, er brennt nicht schon wieder. Komm, mach einen Gartensalat. Partygröße. Kannst nichts schief machen. Ne, Quatsch, er muss auch nochmal Pipi. So, komm, duschen ist fertig. Geh mal Pipi machen. Karl, hast du schon von dem neuen Spiel gehört? Hier, Def, wo du das heißt? D-P-H-T-H oder ja, wie? Hier dieses Unterwasser-Dingens, ne? Ne? Ja, das ist, sieht auch sehr interessant aus. Sieht sehr interessant aus, finde ich. Es gibt ist ja so ähnlich wie Wolf eigentlich. Ja, du nur unter Wasser und zwei Haie gibt. Und du jagst halt Haie, ne? Und sowas. Nein, ne? Nee, die Haie jagen dich und du musst Schätze bergen. Ja, genau. So, Crazy hat Hunger und muss Bett. So, geht er jetzt mal Bett? Komm, schlaf. Geh Bett. Bett. Geh jetzt Bett. Okay, das Spiel kann man schon kaufen. So, schnelle Mahlzeit essen. Komm hier, Joghurt. Jetzt gibt's Joghurt. Man kann das Spiel schon kaufen, ich glaube auch schon spielen. Cool. Man kann auch überall hinreisen, man muss sich jetzt kein Auto mehr kaufen. Ja? Kann auch so wohin reisen. Oha. Zu anderen Häusern und so weiter. Es ist ziemlich nice. Ja, Karl, wie wär's? Ich kaufe uns das werden, das Spiel. Kannst du tun. Kannst du tun. Kann Wenn ich wir... tun? Werde ich machen. Dann ja. Verkaufe ich jetzt mein Knife. Ach so, stimmt, du hast ja diese Bonzen CSGO Knives, ne? Für ziemlich viel Schotter. Ja, das eine ist jetzt noch 800 Euro oder so. Soll ich jetzt erstmal in andere Items traden oder verkaufe ich das Zeug? Ja, verkauf ich mal das hier für 800 das Euro. Spiel. Ich brauch noch einen neuen Rechner. Felix bringt die Kohle rein mit CSGO. Crazy kommt hier bei Sims rein mit dem Lottogewinn. Hier ist was los. Jeder hat irgendwie Kohle dabei. Nur ich nicht. Ja, so sieht meine Hütte übrigens nochmal in groß aus, ja. Das Dach, das habe ich einfach so aus Fun gemacht, ja. Es sieht recht rustikal aus, obwohl die Fenster ganz geil sind. Rustikal. Hier ist noch eine kleine Dachterrasse. Finde ich ganz nice. Hier ist auch ein Wasserschlauch draußen. Das finde ich total geil, dass man hier so ein paar Deko-Elemente reinbringen kann. Und eine Brandschutzanlage habe ich an der Seite reingebaut. Ob die irgendwann im Spiel notwendig sein wird oder was bringt, werden wir irgendwann sehen. Das Funny ist wach. Und das Funny ist, das erste, was er macht, sich ein Mikrowellengericht. Na lecker. Tobi ist wach, obwohl... What the fuck? Da steht gerade, Tobi schläft noch. Ah ne, das ist... Tobi will ich haben. Crazy ist am Pennen, der müsste aber auch eigentlich aufstehen. Ja, wenn du eine Zeit lang spielst, fangen die an, immer mehr Bedürfnisse zu haben. Bedürfnisse? Eigentlich will er noch weiter... Ach komm, hau dich noch mal ins Bett. Ja, die haben jetzt nicht so Bedürfnisse wie du.